So, da sind wir wieder zurück bei Mittelerde Mordschatten. Wir machen hier immer noch die nette kleine Ghoul-Mission. So, ich guck jetzt mal, ob ich eventuell das Artefakt abstauben kann. Das nämlich hier unten drin liegt. Ja, perfekt. Wunderbar. So lobe ich mir das. Ein Apothekerkrug. Der sieht aber so ein hübscher Apothekerkrug. Bricht über uns zusammen. Ein Turm des Albtraums entsteht in Nurnen. Der Namenlose kehrt zurück. Mutter, nimm das. Vielen Dank, mein Kind. Diese Visionen verzehren dich. Und die Arzneien, die wir noch haben, sind bald verbraucht. Meine Visionen sind Nurnens Hoffnung. Wenn ich mich für mein Volk opfern muss, dann soll es so sein. Was ist in den grauen Bergen geschehen, Mutter? Was geschehen ist, Litharie? Ich kam zurück mit der Stärke, die wir benötigen. Okay. Wissen kann gefährlich sein. Den Unterschied zwischen Gift und Medizin bestimmt oftmals die Dosierung. So, der Litharia wohl tatsächlich mal demnächst wieder helfen, ne? Dass ihre Mutter da wieder gesund wird. Da bin ich aber auch nicht darauf klarkommen, wie jung die jetzt wieder aussehen. So, ich check mal kurz, ob ich die Aufnahme am Laufen habe. Passt alles. Ich bin dann nur seitdem ich das einmal vergessen habe, etwas paranoid. Ich double-check das lieber. Oh, da haben die Ghoul noch eine ganze Arbeit. Apropos Ghoul. Ich wollte jetzt eigentlich dann draufspringen, aber ich habe keinen Bock, dass mich das Kack-Ghoul-Viech da sieht. Hier, genau. So. Also mal gucken, ob wir da zum dritten Zusatzziel haben wir ja jetzt. Wäre jetzt ärgerlich, wenn das jetzt alles wieder daneben geht. Wenn ich befördert werde, will ich einen Trupp aus Jägern leiten. Warum solltest du das tun? Mache ich denn das jetzt hier ungeschickt? Ist hier irgendwie was ungünstig, wie ich stehe. Ganz schön viele Kuhbuchs unterwegs. Nicht einmal für uns. Wozu tust du das? Halleluja. Das könnte tatsächlich etwas hässlicher werden. Eine Leiche! Sieger gebrauchen, um unsere Hallo. Vorräte zu bewachen. Boah, ey, dann geh halt noch höher. So, von hier aus sollte das. Ich bin froh, dass wir einen Opfer los sind. Nein. Kaum von einem Karagor gefressen.
das Geld hier unten, das war ganz schön penetrant. Okay, jetzt ist es weg. So, elfte Chance. Oh, schreck. Nee, nee, nicht mich sehen. Kommt er jetzt hoch? Gefällt mir nicht so. Ich glaube, ich einen Spack oder einen Wurst. Ja. Mach ich denn das am blödesten? Kruger hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Nee, keine Spur. So. So, komm noch mal ein bisschen nach vorne, du blöder Fackelträger. Das gibt es doch echt nicht. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Da hast du recht. Sie ich hoffe, wir können noch sehen. Bald kommt er. Ah! Sehr gut. Wunderbar. Ah, Gule, Gule, Gule. Tschüss, tschüss, Gule. Oh, guck mal. Das Pflanze, die wir brauchen. Da. Wunderbar. Nächste Herausforderung abgeschlossen. So, jetzt Vinuial und Alphirin. Was ist hier los? Er hat hier Infos. Ihr solltet euch von Sklave. Was ist mit dir? Also erhol dich und spaß dir für deine Feinde auf. Hi. Danke, Waldläufer. Jo, gib mir mal Infos. Da kontrolliere ich ja sogar einen. Das ist ja praktisch. So, unter seinen Fittichen, den Boy. Rasch. Kopfabschläge. Fernkampf, Kampfstoße. Doch, das war gut. Der bringt mich da auch nicht um, das ist gut. Ja, und gegen Gift sind wir inzwischen. Voilà. Sehr gut. Warum rennt ihr immer zu den Uruks? Oh, nee. Werfen wir mal einen Blick auf die Map. So, in der Festung haben wir jetzt alles an Artefakten und so. Das ist wunderbar. Der dunkle Reiter. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Hier ist auch gleich so eine Pflanze, die wir brauchen. Können wir auch noch mitnehmen. Zack. So, was machen wir hier? Mit unserem Schwert reite den Karagor. 5 mit Karagor-Bissen töten. Töte die Uruks. Okay. Karagor BC.
Fargor, du bist meins. Nein, der Körper stirbt gleich, das ist scheußlich. Ja, dann war's das. Schade. Schade. Wäre schön genug, um den Zusatz zu machen. Ey, der ist echt daneben geschossen. Na gut, dann mehr. Natürlich ein Spielpack. So. Ah, mein. Hier ist auch gleich ein Artefakt in dieser Höhle. So, und dann draußen wartet jetzt ein Garten. Oh, super. Medaillonhälfte, die Bäume von Valinor. Gut, halt still. Ich muss leider sagen, dass es... Es wird wehtun. Ich habe getan, was ich konnte. Wir haben nach einem eurer Leute geschickt, aber ich weiß nicht... Warum erzählt ihr mir in der Zwischenzeit nichts über das da? Das Medaillon, das ihr in den Händen haltet. Ihr wollt mich doch nur ablenken. Aber gut... Das sind die zwei Bäume von Valinor. Ein Symbol für den endlosen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Kommt etwas näher und ich erzähle euch ihre Geschichte. Wir müssen... Ich fürchte, wir müssen uns alle von den schrecklichen Ereignissen des Tages ablenken. Es wird keine Auszeichnung für uns geben, Celebrimbor. Keine Ehre, keinen Ruhm. Sollen die, die nach uns kommen, Ruhm erlangen. Wir müssen die Hoffnung so lange am Leben erhalten, dass sie die Gelegenheit dazu haben. Mach mal. So, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte auf der Karte gucken. Aha. Hier sind wir. Können wir ja da mal gucken, was wir da mitnehmen können. So, am besten nicht vom Karagor gesehen werden.
wir schon am Rande der Map angelangt. So, zack. Mit. Ui, das sieht aber cool aus. Ist das nicht hübsch, Liebling? Die Zwerge haben das gemacht. Du bist betrunken. Du stinkst wie ein Esel, der sich am Schnaps vergangen hat. Es ist ein schönes Geschenk zum Jahrestag. Sieh dir nur diese Handwerkskunst an. Unser Jahrestag war letzte Woche. Ich hab's aus dem Meer gerettet. Du meinst, du hast es in der Taverne gewonnen, mein lieber Gatte. Jetzt komm schon rein. Ich glaube, da gibt's Ärger. Zu Hause. So, ich liebe. Die Flüsse dieses Meeres reichen weit bis zum Äffel Duat. Wenn den Stammesbrüdern die Flucht gelingt, könnten sie in den Norden nach Minas Ithil wandern. Der Turm des Mondes. Er sagt gar nichts. So, nur noch 7 brauchen wir. Ganz gut dabei. So. Okay, das wäre so ein Spinnenviech. Komm, einfach drüber latschen. Komm, komm, komm. Geht doch. Oh, da ist auch noch eins. Komm, 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 komm. Zack. So, hier haben sich ein paar hingesetzt. Ach ja, nehmen wir so ein Nest. Ein Lagerfeuerchen. So, jetzt werden wir mal gesprochen. Irgendwas Fehlerhäuser, ne? Bestimmt in Festungen werden, oder? Nein. Hallo. Ich habe gehört, im Kirit Ungol sollen sich merkwürdige Wesen herumtreiben. So. Weißt du, also ich sehe hier gerade keine Fledermäuse irgendwo. Ich würde doch nicht für alles selber gottlos hin. Ups, hab ne Cargo als Mann. Das Fleisch da schon wieder irgendwelche Leute. In der Höhle scheint erstmal nichts zu sein. Und da vorne immer noch das Artefakt. Genau. Was man da durchmachen muss. Eventuell. Wohl. Wir sind auch schon ein bisschen weit in der Folge. Mal schauen. Wir können doch hier erstmal kurz einen Kampf liefern. Das lief doch ganz gut. Boah, der verpisst sich. Ach, guck mal, das ist die Pflanze, die wir brauchen. Da laufen noch ein paar Sklaven rum. Ja, der verpisst sich weiter. Der Nurion hört wirklich nie auf, über Jungs, seine verlorene Frau zu jammern. Ich glaube, das ist nicht die richtige. Wenn du sie gesehen hättest, wüsstest du warum. Solch eine Schönheit habe ich noch nie gesehen. So. Was finden wir hier? Ah, die zweite Medaillonhälfte. Wunderbar. Es tut mir leid. Seine Wunde war zu tief. Ich hatte gedacht. Du bist bei ihm geblieben. Das war genug. Hier. Er hätte sicher gewollt, dass ihr es bekommt. Es ist zerbrochen, aber... Nein, Mensch. Behalte es. Diese Bäume sind uralte Geschöpfe. Wenn die Kälte hereinbricht, verkümmern sie und sterben. Doch sie kehren immer zurück. Wir sehen die Stärke ihrer Wurzeln und die Hoffnung, wenn sie sich dem Licht entgegenstrecken. Behalte dieses Andenken an den Elb, den du einst retten wolltest. Gedenke der Verbundenheit unserer Völker. Oh, es war ein Elb. Der sich der Mensch gekümmert hat. Interessant. Ich hätte es eben gar nicht so mitgekriegt. Wir sind nicht das erste Bündnis aus Menschen und Elben, das sich Sauron in Mordor stellt. Nein. Aber wir werden das letzte sein. Mein Volk wird kleiner. Im Sieg wie in der Niederlage. So. Was machen wir jetzt? Eigentlich könnten wir schon wieder einen Cut machen. Ich kann mir aber kurz gucken, ob wir hier zumindest noch einen Ethylin mitnehmen können. Wie gesagt, ich glaube, das dauert vielleicht jetzt ein bisschen zu lange. Noch eine Dolchlegende. Oder doch? Ah, wir gucken mal zumindest, was es ist. Wir gucken uns das zumindest mal an. Ja.
Oder auch nicht. What the da alle. Ach nee. Das muss ja jetzt wieder sein, ne? Na super. Jetzt bin ich aber auch wieder mitten. Ja, es lief ja. Perfekt. Nehmen wir halt auch das EGD mit, wa? Jetzt muss ich wieder irgendwo reinkraxeln. Was ist denn das? Da hinten ist irgendwo ein Boy. Bolk, der zaghaft. Das sieht jetzt auch nicht so mega gefährlich aus. Aber warte mal, hier könnte das jetzt drin sein. Irgendwo? Hier. Ah, da. Ja. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass er nicht. Ja, alles klar. Das war jetzt nicht so ganz, was ich vorhatte. Hallo? Steuertaste. Und dann soll die Folge für heute auch mal beendet sein. So, ich will nach da außen mich runterlassen. Ja, so, zack. Also. Brauchen wir nur noch 6. Ja, wunderbar. Kommen wir ganz gut voran. Wie viele Artefakte? 7. So Natur. Wenn euch das mal interessiert, könnt ihr da auch mal Bescheid sagen, wenn ich hier. Und die Artwork sehen eigentlich echt ganz geil aus, ne? Kann man sich schon mal gönnen. Auch schon recht viel. Boah, fehlt auch nur noch 7. Personen haben auch alle bis auf 5. Die Artworks gefallen mir echt. Ja, ey, Waldläufer, jo. Ach, die Geisterboys, wo haben wir die denn? Wahrscheinlich einfach wegen Killebrimbo, oder? Gollum. Hallo, Gollum. Redback. Ruck. Männer. Torvin. Litariel. Ausgestoßenen. Nur ein. Nice Artwork. Und der Killebrimbor. Marvin. Der Hammer Saurons. Ah ja, das war der Typ mit der geilen Rüstung. Ich will die immer noch haben. Schwarze Hand. Sauron. Boah. Überlieferung 20 von 23. Ach, das ist wahrscheinlich einfach, wenn wir in allen. Wenn wir überall alles gemacht haben, oder? Narun, Mordor? Aber das hier sind ja Gebiete. Naja, so halb. Ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oh, die Ringe der Macht. Noch Visionen, 5 von 8. Ach, das sind die ganzen Gollum-Sachen und so auch, ne? Und dann mit Thorfinn, mit den Artefakten, ja. Einführungen und Tipps. Fehlen uns auch nur noch 4. Ja, wunderbar. Das ist doch super. Würmer? Ach so,
Gut. Okay, dann... Hoppala, was wollte ich? Genau, wir reisen zu einem Turm. Und dann beenden wir diese Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich hoffe, der Turm ist besser. Ich denke aber schon. War jetzt auch schon vorletzte Folge, glaube ich. Schon wieder ganz okay. Na gut, damit verabschiede ich mich. Ist ja drauf. Den ganzen Sklaven. Ja, wunderbar. Sehr schön. So. Ein paar Punkte. So, damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich. Da unten sind noch ganz viele hässliche Ghule. Da wollen wir gar nicht hin. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ist halt raus. Ich bin's auch. Bis dahin. Ciao, ciao.